Vor 15 Jahren wurde in Spanien die erste Campusparty abgehalten, die sich mittlerweile nach eigenen Angaben zum weltweit größten Technologiefestival für Entwickler, Spieler und Geeks gemausert hat. Gestern hat Wirtschaftsminister Rösler die erste Campusparty in Deutschland eröffnet, die in Berlin stattfindet und am Flughafen Tempelhof abgehalten wird. Dort haben die Veranstalter einen kompletten Flugzeughangar gemietet, in dem nicht nur die rund 10.000 Teilnehmer erwartet werden, sondern für 5.000 genauso die Möglichkeit gegeben ist, in Zelten zu übernachten. Auf der Campusparty erwarten einen zahlreiche Diskussionsrunden sowie Vorträge, unter anderem von dem Erfinder des World Wide Webs, sowie auch eine kleine LAN-Party findet dort statt, auf der die Spieler Preisgelder im Wert von etwa 80.000 Euro gewinnen können. Wer keine Zeit hat, nach Berlin zu fahren, kann die Campusparty aber dennoch miterleben. Denn zumindest die Vorträge werden live ins Internet gestreamt.